Willkommen nochmal bei Empyrean. Das soll ja nur mal als kleine Info dienen. Ich habe mich denn doch entschlossen, den Server komplett freizuschalten, also ohne Passwort etc. Ja, sind zwar nur 10 Slots, eben erstmals, aber falls ihr Bock habt, da mal vorbeizuschneiden, einfach vorbeischauen, einfach mal ein bisschen zocken in gemütlicher Runde, gucken, wie viel dieses wahrnehmen werden, und TeamSpeak wird auch noch folgen. Das werdet ihr aber alles in der Beschreibung denn finden, und vielleicht findet ja einer mein Raumschiff wieder. Eben, ich weiß zwar grob, wo es ist, aber da ich zurzeit immer nur allein unterwegs war auf dem Server, macht sich das mit dem Zurückholen ein bisschen schwierig aus der Mondumlaufbahn. Und ja, wer es findet, kann es behalten. Auch nur weiß ich ja nicht, ob das überhaupt allgemein funktioniert. Das wäre auch mal schön zu wissen, wie das alles dann nachher im Multi auf dem Server ist. Und ja, nur mal als kleine Info hier. Ich habe hier vor alles drunter Stahl gewesen eben. Das wollte ich aber eigentlich alles aus Beton hier unten machen. Weil durch den ganzen Schotter, der hier ringsherum ist, ist dann doch, ja, kann man doch sehr viele Betonblöcke machen. Ist dann doch günstiger, als das schöne Eisen zu machen. Ja, und dann habe ich die hier weggenommen. Eben, der Fahrstuhl war schon ein bisschen runter gewesen. Und dann sind erstmal hier bis 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis da oben hin erstmal die ganzen Blöcke weggeknackt. Eben, und sind dann runtergefallen. Da waren dann natürlich kaputt gewesen. Ja, und dann musste ich eigentlich so als ein Spielprinzip von 7 Days to Die anwenden. Immer schön hochspringen, Block setzen, wieder hochspringen, noch einen Block setzen, bis ich dann in Reichweite war, weil mit dem Jetpack kam ich nicht bis da oben hin. Und sonst wäre ich hier wahrscheinlich jämmerlich verhungert. Also, dann war es das erstmal für die kleine Info. Und dann bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao!